Moin moin Leute, hier ist Janisti und willkommen zurück zu One Piece Treasure Cruise. Ja, was ist so passiert? Die Kobi-Extra-Insel ist passiert, hab Kobi bekommen im Trainingszustand, hab den auch schon auf Level 24, sonst ist nicht wirklich viel passiert. Aber es ist schon 5.07 Uhr. Da war doch irgendwas um 5.07 Uhr. Richtig? Und zwar Clash, Thirst for Knowledge. Das ist Monster Chopper. Wir gehen in die 30er-Version mit, und zwar mit... hat gerade keiner eine Vivi, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber, ich war schon am Überlegen, womit ich das jetzt machen werde. Also, ich werde es jetzt ein bisschen besprechen, was euch da so von Nerven geht, dann überspringt einfach dieses ganze Gelaber und geht gleich zu dem Kampf gegen Monster Chopper. Also als erstes, was ich jetzt sage, ich habe kein mir ist schon klar, dass die Chance relativ gering ist, dass wir das schaffen. So. Sollte aber schon mal jedem klar sein. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir am besten Chance haben. Ich restarte mal eben die App. Weil die gefiel mir da nicht. Die Leute. Ich restarte mal eben die App, einfach damit wir die besseren Leute haben. Ja. Einfach. Ich brauche eine Vivi oder einen. Ja, eine Vivi oder einen Whitebeard. Wenn, dann würde ich Double Whitebeard mal versuchen auf Zorro. Auf Chopper, auf Monster Chopper. So. Also, mit der Crew, ich muss das natürlich so sehen. Wie gesagt, auch bei euch. Ich kann jetzt nicht wirklich jemanden annehmen gerade. Und zwar Edit Crew. Ich kann das ja jetzt noch vor, weil das wird ja noch vor dem Stream hochgeladen um 10 Uhr jetzt. Es ist gerade 5 Uhr. Ja, also das Slasher-Team, entweder das Slasher-Team, eigentlich brauchen wir ja ein Quick-Team. Mal gucken. Ich könnte natürlich auch aussuchen ein G3-Team. Mit ein paar Quick-Leuten zu machen. Ich glaube, das ist sogar mit meine beste Chance, das zu schaffen. Aber wen jetzt noch? Ja, Us Golden Pound Usopp, ne? Eigentlich sollte das ja so relativ gut sein. Ich weiß zwar nicht, wie das wirklich läuft, aber solange ich das meistens nicht verkacke, deshalb werde ich auch eben auch sorry dafür, aber muss ich mal eben die Sound Effects auf Off machen. Weil einfach das geht darum, dass die Soundeffekte ein bisschen Lag erzeugen können und das will ich natürlich jetzt nicht. Wenn wir bei dem Monster Chopper Battle sind. Und wir versuchen das jetzt einfach. Expert 30, wie gesagt. Ich hab nicht viel Hoffnung, aber man kann es ja wirklich mal versuchen. So ist es ja nicht. Und wir versuchen jetzt natürlich einen G3 mitzunehmen, nämlich den Max mit Max G3 auf Level 99. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Oh, Jesus Christ, ey. Jesus Christ. Versuchen wir es, Leute. Versuchen wir es. Loading, nice. Loading. Okay, Chopper. Okay, kleiner Chopper. Hat sich gerade aus der Form wieder zurückverwandelt. Ja, du hast... gefällt, definitiv. Dünnelein. But. I like big but. Okay, ja, wir wissen ja alle, was jetzt passiert, wenn er das ist. Spoiler-Alarm, er wird zum Monster-Chopper.
Spoiler-Alarm. Ja, das ist ja definitiv nicht die Insel, ist die da gesagt wird am Anfang. Ja, okay, sehr gut. Jupp. Können wir alle, können wir alle. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. So, wie gesagt, die Soundeffekte sind aus, einfach damit das jetzt wirklich geht mit den, ja, mit der Combo-Reihe. Das ging sogar einigermaßen schon mal. An der Turtle soll man nicht stallen. Bind, was? Psy ist okay. Der wird cool, dann trotzdem runterläuft. Die Turtle würde ich jetzt nicht töten in dieser Runde. Deshalb mache ich jetzt irgendwas Größeres von. Jetzt will ich ihn nicht töten. Ich habe einen Orb auf Luffy. Aber den werde ich jetzt trotzdem benutzen. Weil ich mir den nicht so lange aufsparen kann. Ja, das geht eigentlich halt der Damage. Denn ich hätte jetzt natürlich Zoro reingeschickt. Ich hoffe, ich wollte gerade schon sagen, ich hoffe, die tötet den nicht. Was ich machen werde, Leute. Maybe, und ich weiß es doch wirklich noch nicht. RCV Down, das weiß ich, was der macht. Vielleicht benutze ich. Ja, Devil Fruits. Ich habe 6 Stück. Bei einem. Ja, bei einem. Ich weiß es nicht. Bei einem. Ja, weil Monster Chopper ist definitiv 6 Devil Fruits wert. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, fuck, okay. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch beim Pinguin ein bisschen stallen. Okay, da kann man hier aber auch. Vor allem, weil ich hier nicht alle töte. Jesus, ey. Ey, man kann auch echt keinen am Leben lassen, ne? Das ist echt krank. Oh, jo, 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 jo. Okay, jetzt kommen wir zum Monster Chopper Battle. Wie gesagt, oh, guck mal, die Medizin Lady. Los geht's. Los geht's. Okay, der brennt erstmal fast alle für eine Runde. Seems legit. Jetzt hat er noch irgendwas vertauscht. Yo, au, yo, au, 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 au. Nein, das kann ich nicht machen. Ich werde das mit den Gems im Livestream machen. Holy crap, Alter. Ja, da seht ihr schon definitiv richtig easy und. Ah, das wird ein Fall. Das wird ein Spaß im Stream, Alter. Ja, okay. Wie gesagt, im Stream, wenn das das beste Team ist, ich weiß zwar, dass ich nicht perfekt getroffen habe, aber das ging eigentlich relativ durch die 4 Stages. Das Heftigste war da jetzt natürlich der. Außerdem kann ich das mit dem Stall noch ein bisschen besser machen, dass ich wirklich die GP, also Golden Point Usopp Fähigkeit immer da habe, weil das war jetzt nur ein bisschen dumm gelaufen mit Installen, weil ich nicht wusste, wie viel HP die haben. Ja, aber ich würde mal sagen, das war's. Wir sehen uns um 16 Uhr im Stream, Leute, falls ihr zu mir kommen wollt. Und ja, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge.
Wir sehen uns dann um 16 Uhr im Stream. Bis dann, Leute. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.